Leute, ich bin's, euer Loco. Und heute bin ich in Notruf Hamburg, aber nicht um Action zu machen. Sondern gestern wurde ja ein neuer Leak verbreitet, und zwar von Notruf Hamburg selber auf deren Discord. Und zwar gab's einen Polizeibus zu sehen, Leute. Richtig cool. Das heißt, das wird im nächsten Update anscheinend definitiv kommen, mein Polizeibus. Und ich schlage euch heute wieder ein paar meiner Update-Ideen vor, Leute. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Damit supportet ihr mich am meisten, Leute. Viel Spaß beim Video. So, wir sind hier schon direkt beim ersten Update, was mich mega stört. Und zwar diese Dinger hier. Ich will Schilder kaputt machen, Leute. Als ob so ein 2-Tonnen-Auto nicht gegen so ein Schild standhält. Was soll das denn für eine Logik? Ich darf jetzt schon wieder hier zum ADAC fahren, nur wegen diesen Schildern. Genauso hier mit Laternen, Leute. Sind ja einfach nach einer Minute oder so wieder respawnen, aber lass mich die doch kaputt machen. Lass die mich auch ein bisschen Schaden am Auto machen, aber lass die mich doch kaputt machen wenigstens. Mann, ey. Als nächstes wünschte ich mir, ich könnte mir hier dieses Farbrad auswählen, Leute, am Auto. Dass man nicht nur hier diese 10 Farben hier hat, sondern hier so ein Farbrad mit allen Farben und Stärken, die ich mir auswählen könnte. Könnte ich nämlich noch besser die Logo-Farbe erreichen. Also ein kleines Update, das wäre schon mal cool. Oder generell ein Tuning von Reifen, ne? Aber hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Also mehr Farben fürs Tuning, das wäre auch noch ein Ding. Richtig geil. Ich meine, sie haben sie hier schon ausgeschildert, Leute. Wäre halt noch eine Apotheke, wo man sich ein paar mehr Heilsachen kaufen könnte. Um sein Leben nochmal aufzufrischen, so dass man halt nicht immer zum Krankenhaus muss oder halt auf dem ADAC ist, man sich hier vielleicht zur Infektion oder so auch kaufen kann. Wäre doch auch praktisch. Und für Leute, die halt eventuell schon die schnellsten Autos haben, wäre es halt auch praktisch im Sinne von, dass sie das Geld wieder ausgeben. Dass man auch ein bisschen mehr hat, als sich nur hier Getränke und Kekse zu kaufen. Boah, Leute, wie geil wäre das, wenn ich mir jetzt dieses Haus hier mieten könnte. Beispielsweise, ich kaufe das für den Server und kann in jedem Server, entweder kriege ich dann zufällig eins ausgeschildert oder es wird halt immer das Haus sein. Wird ein bisschen schwierig sein, wenn das alle haben. Auf jeden Fall, wenn ich da denn rein kann und ich kriminell bin, die Polizei kann mich hier halt nicht bekommen. Das ist so ein Safe Space als Krimineller rein theoretisch, wo ich mich auch so heilen kann wie im Krankenhaus und sowas. Das wäre doch richtig cool. Ich meine, wäre halt richtig nice, so ein Grundstück zu haben. Steht auch so Einwohner-Loco und so. Guck mal, hier ist sogar ein Fußballplatz, ein klein. Fehlt nur der Fußball, Leute. Sogar Pool, wie nice. Es gibt ja auch schon den Fußball, Leute. Also warum gibt es hier auf diesem Basketballplatz hier keinen Basketball? Ich will hier Basketball spielen. So zack und bam, getroffen, Leute. Ey, Loco hat die Punkte gemacht. Cool wär's. Zack, zack, zack. Und dann so zack. Und dann. Check. Getroffen. Das wäre cool, Leute. Würde richtig Spaß machen, ey. Könnte man dann auch so eine Streaming-Aktivität draus machen. So ein Wettbewerb. Wer die meisten Bälle trifft. Ja, es gibt hier in Notruf Hamburg ja auch genug Seen wie einer von diesen hier. Um vielleicht noch eine Möglichkeit Geld zu machen, wäre es doch eigentlich cool, wenn man hier angeln könnte. Man könnte hier noch so einen kleinen Steg hinbauen. Dann kann man dann so ein paar Seen angeln und die dann halt an bestimmten Märkten, die dann natürlich auch neu dazugefügt werden, verkaufen, um Geld zu machen oder eventuell zum Essen, weil man ja auch Kekse, kann man irgendwie vielleicht noch so ein kleines Lager, ein kleines Lagerfeuer machen oder so, so ein bisschen auf Survival dann angelegt, sage ich mal, schon ganz doof, dass man sich dann noch gekochten Fisch machen kann. Es wäre doch auch noch richtig nice und dann hier vielleicht draußen, kann man dann vielleicht andere Arten von Fisch fangen, aber dass man hier zum Beispiel dann auch angeln gehen kann und so, ist wäre richtig nice. Eine Verbesserung zu dem neuesten Update mit den Einkommen wäre noch, wenn ich gerne, wenn ihr mir Money schickt, hier 8000, dass ich da einen Namen zu sehe. So irgendwie drunter steht von so und so, von so und so. Ich meine, ich weiß gar nicht, manchmal übersehe ich die oder kann ich die gar nicht nachträglich grüßen. Voll doof. Wie cool wäre das, wenn ich da den Namen noch zu habe oder man noch eine Nachricht dazu schreiben könnte. Überwendungszweck. Wofür war das Geld? Eine Verbesserung noch zu den Schlagringen. Die sind hier schon kostenlos. Genau, habe ich jetzt ausgewählt, Leute. Und jetzt gehen wir mal zum Juwelier. Wenn man auf die Scheiben des Juweliers einschlägt, dass das halt schneller geht. Es macht ja keinen Sinn, dass das genau gleich lange dauert, wie als wenn ich mit Fäusten dagegen haue, Leute.
Deswegen, das wäre viel cooler, wenn man das irgendwie auch noch verschnellern könnte. Gerade jetzt, wo man nicht mehr zuschlagen kann, wenn die Ausdauer leer ist. So, ich raub das die ganzen Dinge nochmal aus hier, alles meins. Und der letzte Diamant gehört auch noch mir. Die Ketten draußen, die interessieren mich mal nicht, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Punkt. Und zwar, wie cool wäre das, wenn ich ins Gefängnis einbrechen könnte, um hier meinen Kollegen rauszuholen. Hier die Tür. Ey, macht auf, lass Bibo hier raus, Leute. Ich will hier rein. Ich geh mal. Aber mit diesem Glitch habe ich das nicht hier letztes. Derzeit nicht verwenden. Wie geht das? Ich glaube, ich muss mich so dahinstellen. So. Nee, das war nicht. So, zack. Und dann. Bin ich gerade hochgeklettert? Nee, hochklettern wollte ich nicht. Probieren das mal gerade, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich da genau machen muss. Irgendwie drehen oder so. Ich glaube, man kann sich so durch die Wand glitschen. Ah, okay, Leute. Ja, wenn ich ins Gefängnis einbrechen könnte, wie cool wäre das? Hier ist sogar noch eine Apotheke, Leute. Also, das Spiel hätte auf jeden Fall schon die Möglichkeiten gegeben, so eine Apotheke einfach einzurichten für uns. Es wäre auch noch ein neuer Ort, den man ausrauben könnte. Ich habe mir jetzt mal das Admin-Car geholt. Leute, das ist ja so viel langsamer. Oha! Das ist ja echt heftig. So, wie wäre es damit, dass man hier auf dem privaten Server das Admin-Car einfach das schnellste Auto wäre? Also der Bugatti, Leute, das wäre doch auch mal eine coole Idee. Oder dass man sich alle Autos als Admin-Auto holen kann, man selber entscheiden kann, welches man als Admin fährt auf seinem privaten Server. Auch eine nice Idee, Leute. Ich glaube, ich muss mich gleich mal ins Krankenhaus legen. Oh. Und da es hier jetzt neuerdings auch regelmäßige Züge gibt, finde ich, der Job als Zugführer sollte jetzt definitiv auch normal sein. Der muss sich auch an die Regeln halten. Je besser er an der Zeit ist, desto mehr Geld kriegt er dann, würde ich sagen, Leute. Ja, auch richtig nice. Da hinten ist gerade ein Zug. Ich hätte die fast eingeholt. Vielleicht schaffe ich es doch, wenn ich auch so rumfahre. Aber ja, Zugführer, Zugjob. Brauchen wir, Leute. Mehr Geld verdienen hier nur Tof Hamburg auf legalen Weg. Gibt es ja nicht so viele gemeine Kriminelle. Und schaffen wir es. Und. Oh nein, Leute, wir sind zu spät. Ganz knapp zu spät. Nein. Oh, verdammt. Oh Gott, no. Ja, zu viel dazu. Wir haben ja jetzt im letzten Update auch die Feuerrutsche hinzugefügt, was ja ein cooles Update ist. Aber ich finde, dann sollten sie hier oben noch irgendwas hinstellen, warum man auch hier oben warum man auch hier oben sein sollte, Leute. Ich meine, schon mal irgendjemand außerhalb oder generell einfach hier oben gewesen, außer er hat sich nicht versteckt, um dann hier runter zu rutschen. Also ich doch nicht, Leute. Ich finde, es sollte unterschiedliche Tankpreise geben. Jedes Mal fahren wir zur selben Auto. Ob ich mit dem Quad tanke, ob ich mit dem Auto tanke, ob ich mit dem LKW tanke. Es ist immer derselbe Preis, obwohl die ganz unterschiedliche Literanzeigen haben. Also ganz viele unterschiedliche Tanks haben, Leute. Also macht ja gar keinen Sinn. Und wann machen wir diese Baustelle fertig? Upgradet auch endlich diese Automaten. Es gibt mehr Items als nur diesen Snack und diese Kekse. Und zur nächsten Update-Idee, Leute, fahren wir hier hinten auf das große Grundstück. Damit auch diese Grundstücke hier Sinn machen, wäre es doch cool, wenn man innerhalb eines Servers eine Gang gründen könnte und mit der man dann genauso chatten kann wie die Polizei über ihren Polizeichat. Und dass man hier dann halt eine Gruppe hat und dann hat man eine eigene Farbe, vielleicht auch Kleidung, die man dann hier trägt. Und dann sind die Autos auch irgendwie alle gleich oder so. Wisst ihr, was ich meine? Wie cool wäre das für mich? Eine Gang, eine Mafia. Und die dann gegen die Polizei. Und dann kann man auch zum Beispiel irgendwie unter denen das die Beute aufteilen, die man bekommen hat. Die Geld in Goldbarren oder sowas. Oder die das Schwarzgeld, was dann erst, wenn man die Fahndung verliert, eingezogen wird. Sowas bräuchten wir hier noch, ey. Eine richtig geile Mafia. Und die letzte Update-Idee, die sollen endlich auf den Privatservern die verdammte Beute erhöhen. Es kann nicht sein, dass wenn ich reingehe, nur mit 4 Goldbarren abgefrühstückt werde, Leute. 4 Goldbarren und ein paar Scheine, ey, Mann. So, Leute, das war das heutige Update-Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja...
Wenn ja, lass doch gerne noch ein Like und ein Abo da. Und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video.